Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Infinity auf dem Community Server mit dem Panjo. Hi. Der Pixel ist noch mit dabei. Jo. Der Patrick ist noch mit dabei. Hi. Und das Beste zum Schluss, die Nahasi. Hallo. Ja, so, es geht weiter. Wir haben erstmal ein bisschen was zu zeigen, weil zwischen der letzten Aufnahme und dieser lag wieder mal ein Livestream. Ihr seht schon ein bisschen was, ist wieder hinzugekommen, und zwar einmal zwei Laser Drills. Die stehen einmal hier. Und dann sind noch zwei Steam-Turbinen von Big Reactor dazugekommen. Da haben wir jetzt mittlerweile vier Stück, die am Laufen sind. Ich muss nochmal ganz kurz gucken, dass wir hier die Umdrehungen wieder einstellen. Ja, es war mir klar, dass die schon wieder überdreht hat hier. Wie sieht es eigentlich mit unseren Capacitator-Banks aus? Haben wir da genug? Brauchen wir noch welche? Und wir brauchen den Raum dafür. Die könnte ich ja... Genau, Capacitator-Banks. Genug kann man davon nicht haben, aber den Raum bräuchten wir erstmal. 2,65 Milliarden können wir aktuell speichern. Wie viel haben wir? So, gut, dann stelle ich das mal. Wie viel haben wir davon? Moment. Erstmal ein auf 1500. 2,5 Milliarden haben wir schon. Die sind voll. Ja. Also die Capacitator-Banks sind voll. Ja, geil. Nee, die sind nicht voll. Da sind gerade mal 2 Millionen drauf. Ach so, weil die eine Turbine war aus, ich weiß nicht warum, und vier Laser Drills liefen aber, und da sind die leer gelaufen. Aktuell speisen wir aber ab 11.500 der 11 Plus ein. Also die füllen sich jetzt gerade wieder. Genau, so war das gewesen. So, dann fliegen wir mal ganz, also viel mehr hat sich gar nicht getan, viel mehr haben wir gar nicht hingekriegt in 2,5 Stunden. Mike hat noch eine Menge Festplatten gebaut. Ihr seht, die Wand hier, die füllt sich. Das sind jetzt die größten, da ist alles 4K-Storage da drin. Und dann hier oben verarbeitungstechnisch haben wir hier auch noch ein paar. Und das zweite ME-System haben wir auch noch ein paar Festplatten mit reingeknödelt. Und hier können wir mal kurz reinschauen. Hier sind nämlich auch noch eine Menge Ores drin, die jetzt alle verarbeitet müssen, was quasi die Laser Drills aktuell produzieren. Das geht dann direkt in dieses ME-System hier. So, Warum diese ganze die Scheiße so. Was denn? Scheiße. Um die ganzen. Nicht gerade. Also, um die ganzen. Ja, muss mal kurz stehen bleiben. Muss man erstmal laden lassen, wenn du gerade das drauf ist. Um die ganzen Nether-Ores zu verarbeiten, müssen wir auf jeden Fall Pulverizer benutzen. Wir haben hier 8 Stück, die hatten wir ja schon vor längerer Zeit gebaut. Das sind alles Resonant-Pulverizer, also eigentlich die besten, haben auch alles die Argumentation drin. Ne, Augmentation. Augmentation heißen die. Okay, Augment. Was ist Augment? Was heißt das? Ist das nicht Argument? Nee, Augmentation ist die Ausrichtung. Ah, okay. Also die haben quasi dieses Level 3 drinne mit mal 8 Speed. Und ja. Gut, die müssen wir jetzt noch anschließen. Und zwar einmal an hier an das zweite ME-System. Das sind die roten Kabel. Von da kommen quasi die ganzen Ores in die Pulverizer rein. Und hier an das grüne Kabel, weil am gelben haben wir aktuell nur noch 6 Channel frei. Hier oben sind zwar 8 frei, aber auf dem Weg nach unten sind noch 2 Sachen angeschlossen. Das heißt, 6 Channel sind nur noch frei. Und deswegen wird noch eine dazukommen. Das ME würde ich da auch dran. Ja, genau. Das können wir ja nutzen, die 6 Channel noch. Da kommt ja auf jeden Fall nichts mehr dran weiter. So, und an das grüne Kabel, das ist noch komplett gänzlich jungfräulich. Da werden wir hier die Pulverizer quasi anschließen, dass die verarbeiten oder die pulverisierten Sachen direkt in das Haupt-ME eingespeist werden. Gut, dafür brauchen wir aber erstmal ein paar Dense-Kabel oder beziehungsweise ein paar Smart-Kabel. Schauen wir mal, was wir noch schönes im System haben. Und rüsten hier erstmal unser... Die ganze Scheiße liegt da ja noch drin. Inventar wieder auf Dense-Kabel und Smart. Ah, hier sehen wir ja auch mal eine schöne Zusammenstellung von den Inscribern. Ja, genau, Inscriber, das wird auch oben in der Verarbeitung noch Platz finden. Das haben wir jetzt erstmal nur hier so aufgebaut, beziehungsweise Mike, um eben die ganzen Festplatten herzustellen. Und was wir auf jeden Fall jetzt auch noch sehr zeitnah machen werden, ist die Cyanid-Reprozessoren aufbauen. Da werden wir, denke ich mal, auch so mindestens 5, 6 Stück am Laufen haben und die quasi, dass die automatisch unser Cyanid in ein Plutonium umwandeln, weil das Plutonium brauchen wir einmal, um... Für was habe ich das genau gebraucht? Jetzt muss ich überlegen. Ach so, einmal um Laser Drills herzustellen und noch dazu können wir es eben als Brennstoff in den Big Reactors wieder verwenden. Aufgearbeitetes Cyanid quasi. So, so sieht es erstmal aus. Das sieht auch, also die ME-Kabel, wenn die so belegt sind, diese Channel, das sieht natürlich in der Nacht richtig geil aus, wenn die dann so leuchten, ne? Finde ich richtig cool.
So, aber jetzt brauchen wir erstmal. Wir müssen mal schauen. Grün? Ach, grün haben wir gar nicht. Okay. Dann müssen wir uns erstmal ein paar Grün. Und noch Glas brauchen wir wieder. Naja, das ist, wie gesagt, mit diesen Alloy-Smeltern und so weiter. Das werde ich dann alles gleich in Angriff nehmen. So, das heißt, wir brauchen erstmal Kaktus oder Green. Da haben wir noch ein bisschen. Müssen Pulver Raisin auch nur Strom geben, oder? Ja, die sind noch nicht angeschlossen. Ja, ich weiß. Ach nee, das war nicht. Nee, Moment, das war ja nicht. Das war ja Limone. Moment. Dense Carpel. Genau, diese Leim waren das ja gewesen. So, und Leim war ja grün und. Ach ja, genau. Bone Meal. So, haben wir aber auch noch sogar was drin. So, dann schauen wir mal hier Dense-Kabel. Die gelben brauchen wir aktuell nicht mehr. Das heißt, wir können die in Limonengrüne umwandeln. Und dann machen wir das Ganze natürlich gleich noch mit den Smart-Kabeln. Da sind sie. So. Okay, Smart-Kabel. Das erstmal alles einstecken hier. Der Elevator. Ja. So. Gut, Mike legt derweil oben noch ein ME-System hin. Also ein ME-Panel. Ich mach schnell noch ein paar 64K Storages, weil ich gesehen habe, dass wir so viel von den Prozessoren haben, die über Nacht dann halt etwas. So, okay, super. So, ach Mann. Das ist immer blöd, wenn man irgendwas vergisst, muss man immer wieder runter erst ins ME. Das ist echt. Das ist ja eine Etage unter dir eins, ja. Ja, aber es ist halt trotzdem. Naja, gut. So, was wir auf jeden Fall brauchen, sind Export-Bus. Da haben wir exakt noch 8 Stück. Ein Alloy-Smelter frei. Und Import. Also. Import, gut. So. Ganz kurz hier die Musik mal ein bisschen leiser machen, glaube ich. So. Gut, dann Export-Bus. Komm an die Roten dran. Die werden wir natürlich dann alle auch noch mit Karten bestücken. Das haben wir jetzt hier im Insgesamten noch überhaupt nicht gemacht. Also quasi diese Acceleration, also diese Geschwindigkeitskarten beziehungsweise diese Storage-Karten. Die müssen wir natürlich auch alle noch dran machen. So, okay. Vereinzelt sind sogar schon welche drin, aber die habe ich nur im Livestream genommen, damit es etwas schnell geht. Dann. Gut, dann können wir theoretisch die Karten erstmal in diese Pulverizer reinmachen. Dann würde ich nämlich da erstmal zuerst die ganzen. Kapazitätor-Karten haben wir hier und Acceleration. Von diesen Geschwindigkeitskarten haben wir nichts mehr, oder? Von diesen Acceleration-Cards. Ne, die sind alle drin, oben. Da habe ich ja vereinzelt schon welche genommen. Die brauchen wir theoretisch in den Pulverizern auch nicht, oder? Zum Abpumpen vielleicht, weil es sonst nicht schnell genug geht. Zum Abpumpen, zum Reinpumpen, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Oh Gott, dickes Leck. So gut, jetzt machen wir aber erstmal die hier rein. So, dann erhöht sich nämlich das, dieses Export-Bus-Inventar von 1 auf 5. Wenn wir so eine Karte hier reintun, wenn wir noch eine reintun, dann haben wir quasi die vollen 9 Slots, die wir benutzen können. Aber 5 reichen auf jeden Fall erstmal. Mal 8, das sind 40 Ohrs, die wir jetzt insgesamt hier erstmal einstellen können und verarbeiten können. Gut. So. Gut. Die 8 Channel sind jetzt voll belegt. Klar, logisch. Die 8 Channel sind jetzt auch belegt. Hier von einem grünen Kabel haben wir jetzt 8 von 32. Das passt also. Oh, das sieht schon mega aus. Ich finde das so cool. So, und jetzt schnappen wir uns einfach mal ein paar Ores, die wir hier in dem Pulverizer verarbeiten wollen. Weil die Nether-Ores können wir nur im Pulverizer verarbeiten. Ich habe jetzt nochmal 7 64K Storages gemacht. Ah, okay. Mal eben. Soll ich mal schnell ins ME rein und. Diese Wand füllt sich nämlich.
Nur mal als Verständnis, wir haben in die oberste Reihe von unserem LBE haben wir Einkast-Storages gemacht, damit man mehrere verschiedene Typen reinmachen kann in die Mitte. Die beiden haben wir 4K-Storages reingemacht. 4K-Storages sind ja so eigentlich die besten, da sie halt ausgewogen von Typ und Stückzahl sind. Und ganz unten sind halt unsere 64K-Storages, dass man da halt dann auch ordentlich was drin haben kann, also von der Menge her. Das war der Hintergedanke an unseren Storages. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Firestone kann man, glaube ich, auch nicht im Pulver. Wo ist denn jetzt das Ich würde Firestone nicht in die Hand nehmen. Okay. Verfackelst du die ganze... Du fackelst hier alles ab. Wo denn? Bei mir brennt hier gar nichts. Hier. Ach, da vorne. Okay. Gerade ausgemacht habe, weil sobald du Firestone im Inventar hast... Ach so, aktuell haben wir natürlich noch ein Problem, und zwar die Pulver. Jetzt hab ich's in der Hand. Hast du es gerade weg? Ich hab's, keine Ahnung, es war ver- Oh Gott, warte mal kurz. Hier unten brennt's. Ich hab's. Okay. Jetzt hat's aufgehört. So. Ah, und ich muss auch sagen, wir haben ein kleines Geschenk von Marco gekriegt. Und zwar, er hat uns kleine Kisten gebaut. Kleine Kisten gebaut? Erweiterten. Ja, die uns hinterherlaufen. Ach so, hm. Dass die Kisten, die uns hinterherlaufen und alles auffressen, hat er uns gebaut. Luggage heißen die. Eine Luggage, genau. Oder Luggage. Hier. War uns schöne Namen gegeben. Und zwar gleich die verbesserten auch. Ah, okay. War dazu sagen. So, geben wir den Pulverizern erstmal Strom. Und ich wollte jetzt den Blocksmasher bauen, so hieß der nämlich. Weil mit denen kann man nämlich auch die Sachen wie zum Beispiel Perry dort, oder wie es heißt, mal angucken. Und zwar, es gibt ja... Ja? Was? Da hier Ember Ore zum Beispiel. Ember Ore, wenn man es platziert, droppen da die Ember raus. Und okay. Das kann man nicht in die Pulverizer reinmachen. Dafür gibt es halt den Blocksmasher. Da kann man dann halt die Blöcke reinlegen, werden dann halt so gesehen gebrochen, und dann kann man da sogar noch Essenz zuführen. Da hat man halt eine höhere Chance, mehr zu kriegen. Was ich gerade nicht verstehe, warum führt er das Nether Goldohr nicht in den Pulver. Ach so, Moment. Das schmelzt, oder? Ja, jetzt dürfen wir auch direkt in den Pulverizer gehen. Das kann man... Ach so, Moment mal, den kann man, glaube ich, gar nicht von vorn anschließen. Kann das sein, dass man die Pulverizer dann trotzdem noch innen drin in der Konfiguration einstellen muss? Ja, ne? Ja. Ja, denn die, ja, ich habe die Pulverizer natürlich falsch angeschlossen. Die hätte ich von oben anschließen müssen. Mit einem Input. Das ist ja scheiße, uns fehlt Leder. Ich brauche Leder. Ah. Leder, Kuh. Irgendwo eine Kuh da hinten. Mist. Da ist ein Pferd, da ist eine Kuh. Bis Pixel, und natürlich droppt kein Leder. Dumme Kuh. Aha, blöde Kuh, ey. Kommst du klar mit der Kuh, oder? Ah. Nee, die droppen aber irgendwie kein Leder. Also. So, warte mal, dann müssten wir das nochmal wegmachen. Ah, hier ist ja auch die Sache mit Neverportalen, stimmt. Aber ja, was. Ah, gleich zwei Leder, eine Kuh, gut. Dann müssen wir das Tatsache so machen. Ja gut, ist nicht weiter schlimm. So, müssen wir die natürlich erstmal alle auf den Input einstellen von oben.
Ich weiß nicht, ob es theoretisch nicht trotzdem funktioniert, obwohl man den nicht einstellt, aber ist jetzt auch erstmal egal. So, können wir ja machen. Nee, du musst, glaube ich, die Ausrichtung immer einstellen. So, dann die Karten wieder. Einmal. Zweimal. Na komm. So. So, super. Ah, unsere Enderperlenfarm ist auch wieder fertig. Ja, dann gleich mal ernten. Ach, stimmt gar nicht, die sind nur zur Hälfte fertig. So, dann schmeißen wir die ganzen Ores jetzt erstmal wieder rein hier und nehmen uns einfach mal, 5 Stück können ja rein, nehmen uns einfach mal die ersten 10 raus. Und zwar Kohle, Iron. Kohle bin ich mir auch nicht sicher, ob es funktioniert, wenn du ja, die... Ja, es funktioniert, keine Angst. Ja? Immer ruhig durch die Schlüpfer atmen. Nicht so aufgeregt. Hack ja nur. Du fragst nicht, du behauptest. So, warte mal, das haben wir. Das. So, da haben wir jetzt die ersten 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. Nether Gold. So. Lead. So, da haben wir jetzt erstmal die ersten 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, die können wir jetzt erstmal hier reinknödeln. Das sind ja jetzt auch die, die am meisten im System waren. Was bedeutet, dass wir da jeweils immer nur erstmal hier 1 reinlegen. Kohle. Hätte doch gerade auch unsere Lampe der Post leuchtet. Zweimal. Dreimal. So. Ja, was bei uns in der Post drin ist. Nein, das möchte ich nicht nehmen. Nino, wir haben was in der Post für uns. Ja, ich bestücke hier gerade. Kannst gerne rausholen. Ich hab grad null Zeit. Gleich geht's los. Ja, wenn du dann Zeit hast, gerne. Die arbeiten, pumpen aber nicht raus. Gut, das heißt, hier die müssen wir auf jeden Fall auf Output stellen. Rechts, links, links, das müsste hinten sein. Ja. So, jetzt müssten da aber rauspumpen hier. Pumpt da auch. Ja, da müssen wir auf jeden Fall die Geschwindigkeitskarten reinschmeißen. So, jetzt rauspumpen. Bin ich mir nicht sicher. Ob der Blocksmasher immer Essenz braucht oder nur wenn man mehr Fortune haben will. Hm, da kommt er gar nicht hinterher mit rauskommen. Naja, was heißt kommt nicht hinterher? Langsam halt. Okay, aber funktioniert schon mal. Gut. Die Ores werden schon mal alle verarbeitet. So, Lead war jetzt das letzte, was wir hatten. Lead. Dann geht's weiter mit Diamant. Das funktioniert gut. Sulfur. Also, Blocksmasher funktioniert. Salpeter. Sehr gut. Ferrus. Also, du kannst da die Stoffe mit Essenz kannst du halt mehr Fortune drauf machen, dass du halt höhere Chance hast, da irgendwas rauszukriegen. Bei den Blocksmashern. Ember. Ember ging nicht, ne? Nee, Ember habe ich halt. Ruby wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Emerald Ohr? Nee, auch nicht. Bin ich sicher. Nehme ich dir gleich mit hier. Emerald kann ich dir gleich sagen. Oh, Erdite. Uranium. Ja, es geht in Macerator. Western Furnace. Pulverizer geht, ja. Emerald geht.
So, warte mal, ich habe jetzt erstmal alle Nether-Ores hier. Gut, dann. Warte mal, ich probiere das jetzt einfach mal in den Pulverizern hier aus. Das geht. Emerald geht, ja. Emerald geht, okay. Das geht auch. Saphir geht auch. Paradise geht auch. Silber geht sowieso. Achtung, Tina. Das geht auch. Das geht auch. Okay, super. Was machst denn du jetzt hier? Ich würde die Blocksmecher auch hier aufstellen. Stell die mal bitte noch eins weiter links rüber, also zwei Platz lassen dazwischen. Zwischen den. Weil? Zwischen den Maschinen. Ja, gut, wenn du so haben willst. 2, 3, 4, 5, genau. So, dann machen wir mal hier weiter. Das rein, das rein. Das rein. Das rein. Ach. Fällt vielleicht runter. Dann. Das rein. Das rein. Davon haben wir ja nicht so viel. 2, 4, 6. Das rein. Das rein. Genau, ich wollte das ME-System nach oben legen. Da war ja noch was. 2, 4, 6. Nein! Ach, ist das dämlich. So, und das noch rein. Gut, jetzt, was waren das jetzt gewesen? Ich glaube, das war jetzt gerade Redstone, wenn mich nicht alles täuscht. So, die alle wieder weg. Redstone einmal. Also ich denke mal, wenn wir das ein Stück laufen haben, wird das relativ schnell jetzt leer sein. Keine Smart Cable mehr. Da habe ich alle im Inventar. Alles, was wir haben, weil ich das hier brauche. Aber du kannst sagen. Nee, brauche ich nicht mehr. Brauche ich nicht. Okay. Gut. Alter, wie viel Rubis der hier rausmacht. Ist ja der Obershit. So, jetzt muss ich aber mal ganz kurz. Jetzt muss ich mal was schauen. Abpumpen tut er ja auch. Das passt. Jetzt muss ich mal ganz kurz was schauen. Fabriktechnisch. Unsere Speicherbank, wie es da aussieht. Oh. Oh. Minus 1700. Aber wird ordentlich was rausgezogen. Alter Schwede, ey. Halt die Esse fest. Also die Pulverizer schlucken richtig Energie. Gut, das geht jetzt gerade runter hier. Muss man mal schnell mal ausmachen. Beziehungsweise anlassen und mal nur die Turbine ausmachen. Dass die Drehzahl schneller runter geht, weil bei. Ihr seht, die Drehzahl geht zwar runter, aber die RF-Zahl geht hoch, weil wir sind aktuell bei 2050 und müssen auf 1825. Da haben wir die optimale Drehzahl. Da produzieren wir ungefähr 21.500 RF. Gut, wenn nicht, müssten wir noch eine Turbine aufstellen, aber naja, gut, das ist jetzt auch nicht so. Runter. So, lassen wir die mal kurz auf 1900 runterdrehen. Dann können wir sie anschalten. Die restlichen 75 Umdrehungen kann sie ja dann schön langsam machen. Das ist ja kein Problem, weil die Millibucket-Zahl pro Tick ist schon eingestellt auf 1825. Das sind diese 1540 Millibuckets und dann geht die sowieso langsam runter. Und ihr seht halt hier, das Grüne ist ungefähr bei 1830 ist der Hotspot. Gut. So, jetzt sind wir schon bei über 20.000 F Grad, waren wir noch bei 16 irgendwas. Gut, schalten wir die Turbine wieder ein. Das heißt, die reguliert jetzt noch langsam runter bis auf 1800 circa. Und wir gucken noch mal kurz auf die Speicherbatterie. Und da haben wir jetzt erstmal wieder 5000 F plus. Gut, optimal. Aber dann schlucken die Pulverizer jetzt, die laufen ungefähr 6,5, 7000 F, ne? Ist schon was, ja. Ja, na gut, sind auch die Resonant, ne, muss man dazu sagen. Also die haben auch richtig böses Speed am Start. Aber ist ja nicht weiter dramatisch. Und ich würde sagen, das war es aber auf jeden Fall erstmal gewesen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns natürlich im nächsten Part wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst das Däumchen da. Schaut mal bei den anderen vorbei. Also in der Videobeschreibung, da ist, dem Mike sein Link und Pixel sein Link. Und Moment.
Wie wird das? Eine Sache will ich noch machen. Eine Sache will ich noch machen. Select. War das da? Da. Also, ME ist fertig. Hey, super. ME ist fertig. So. Aber leider noch offline. Na gut, in diesem Sinne, dann bis morgen. Tschüss. Ciao. Ciao.